So, heute mal ein bisschen Real Talk für alle, die gerade in Kryptowährungen investieren oder vorhaben, das bald zu machen. Ich muss heute einfach mal mit einem großen Mythos im Kryptowährungsmarkt aufräumen, weil ich einfach gesehen habe, dass diese vermeintliche Strategie, die da propagiert wird, vielen, vielen Leuten einfach schadet. Ich sehe da nämlich gerade so eine Entwicklung im Markt, die einfach ganz vielen Kryptoinvestoren auch wirklich schaden wird. Und die Gefahr ist einfach, gerade in der jetzigen Marktphase, wenn du die falschen Dinge tust, dass du am Ende frustriert den Markt verlässt. Und zwar will ich heute über die sogenannte HODL-Strategie sprechen. Also worum geht es überhaupt bei dieser Strategie? HODL ist im Prinzip nichts anderes als Buy and Hold. Du kaufst einen Coin und hältst den dann auf unbestimmte Zeit. Quasi ohne konkretes Verkaufsziel, ohne eine konkrete Renditeerwartung. So, das Problem dabei ist, dann kommt irgendwann die Korrektur. 20-30%, ist ja alles egal, weil du hältst ja sowieso. So, dann geht es wieder nach oben, die nächste Korrektur kommt. Nochmal wieder 20-30%, ist dir auch egal, weil du hältst einfach weiter. So, dann geht es weiter nach oben, aber was irgendwann passiert, die nächste Korrektur kommt, wieder 20-30%. Das bleibt dann aber nicht bei diesen 20-30%. Fällt dann noch tiefer, sagen wir mal 50%. So, und irgendwann ist es halt nicht nur eine Korrektur, sondern irgendwann ist es eine Trendwende. Das heißt, der Markt dreht sich. Wir gehen von einem Bullenmarkt in einen Bärenmarkt. So, und dieser Bärenmarkt, der dauert teilweise Jahre. So, und Fakt ist, und das musst du unbedingt verstehen, ganz viele dieser Altcoins, die erholen sich nicht. Die erreichen ihre vorherigen Allzeithochs einfach nicht wieder. Und das ist auch relativ einfach zu erklären. Das sind im Prinzip ja alles Krypto-Startups. Tech-Startups, die irgendwas mit der Blockchain machen. Und das ist vollkommen normal, dass viele dieser Projekte scheitern. Du hast halt häufig, wenn du so, sag ich mal, in die richtigen Coins investierst, eine gute Chance, ein Risikoverhältnis. Aber einfach zu halten, ist extrem gefährlich. So, das wird dich wahrscheinlich deine komplette Rendite kosten. So, das Ding ist, wenn deine Coins, die du im Portfolio hast, mal, sagen wir mal, um 90% gefallen sind, und das passiert bei Altcoins in einer bärischen Phase, geht es ganz vielen so, dass sie dann erstens von dieser HODL-Strategie sowieso abweichen, weil sie so frustriert sind und es einfach nicht mehr ertragen können. Und dann verkaufen sie im totalen Minus. Oder sie halten diese Coins einfach immer weiter und es sind dann irgendwann Altlasten im Portfolio. Dann hast du plötzlich 20, 30, 40, 50 Coins im Portfolio, alle irgendwie aus dem letzten Bullenmarkt, hast noch keine Rendite mitgenommen. Und das ist ja auch Kapital, was dir für die neuen Narrative, für den jetzigen Bullenmarkt, faktisch einfach fehlt. Das heißt, hättest du vorher mal ausgecashed mit einer vernünftigen Strategie, dann hättest du ja faktisch einfach viel, viel mehr Kapital zur Verfügung. Was du jetzt schon hättest investieren können, du hättest wahrscheinlich schon richtig geile Renditen bisher gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt diese HODL-Strategie nutzt, dann ist das nicht unbedingt deine Schuld, weil es wird ja immer und überall propagiert. So, und das checkt einfach niemand. Und ich sag mal, ich selbst habe das anfangs auch nicht gecheckt. So, wer steckt denn überhaupt hinter dieser HODL-Strategie? Also wer hat überhaupt, sage ich mal, ein Interesse, diesen HODL-Narrativ so lange wie möglich am Leben zu halten? Und das sind im Prinzip Börsen, Wale und vor allem auch Influencer. So, das ist was du unbedingt verstehen musst. Und da musst du dich einfach mal fragen, wer profitiert denn von dieser HODL-Strategie am meisten? Und das sind nicht die Kleinanleger, das bist nicht du, der normale Anleger, das bin nicht ich, der normale Anleger, der in Kryptowährungen investiert. Na, davon profitieren vor allem diejenigen, die, sage ich mal, sehr, sehr früh einsteigen und diesen Narrativ bei einem Altcoin möglichst lange am Leben halten wollen. Na, und dieses Spiel, das wird im Prinzip von den ganzen Influencern gespielt. Und das Ding ist einfach, diese Influencer, die haben die Coins schon viel, viel eher gekauft als du. Die sind schon im Private, im Seed Sale dabei. Das heißt, die haben viel, viel bessere Preise bekommen als du. So, und wenn die dir erzählen, du musst jetzt diesen Coin kaufen, dann sind die im Regelfall schon längst am Verkaufen. Das heißt, du gibst denen quasi Exit-Liquidität. So, damit die verkaufen können, damit die Profite machen, musst du den Coin kaufen. Na, wo ein Verkäufer ist, muss auch ein Käufer sein. Und das ist deren Businessmodell. Von daher leben die davon, diesen Narrativ, dass du Coins möglichst lange halten sollst, am besten noch über die verschiedenen Zyklen halten sollst. Deswegen halten die diesen Mythos gerne am Leben. So, das musst du jetzt einfach mal checken, wenn du nicht zum Spielball von den Wahlen, von den Influencern werden möchtest. Und das gilt gerade bei den Altcoins. Ich spreche gar nicht von Bitcoin.
So, und die nächsten Monate, die werden einfach extrem wichtig, weil da entscheidet sich im Prinzip, ob du in diesem Bullenmarkt, der jetzt gerade am Anfang steht, richtig Geld verdienst oder ob es am Ende mal wieder nur Buchgewinne sind. Ne? Das heißt, du siehst diese Gewinne mal irgendwann, du realisierst sie nicht und verfällst diesem Hodel-Narrativ. Und ich bin da ganz ehrlich, das wünsche ich keinem. So, und gerade wenn du dieses Video jetzt schaust, dann weißt du das. Dementsprechend hinterfrag dich mal selbst, ob du gerade diese Hodel-Strategie fährst. Und das Ding ist, ich habe diese Hodel-Strategie am Anfang selbst gefahren. Ich habe bei meinem ersten Bullenmarkt viel zu wenig Gewinne mitgenommen. So, ich hätte damit richtig krassen Gewinn damals noch als Student rausgehen können. Ich habe es einfach liegen lassen, weil ich auch dran geglaubt habe, hey, einfach die Coins weiterhalten, das wird schon. Aber die meisten dieser Coins, die ich damals hatte, die spielen heute einfach überhaupt keine Rolle mehr. Interessiert sich niemand für. Der Kryptowährungsmarkt ist ein sehr schneller Markt. Narrative spielen einfach eine große Rolle und diese Narrative, die wechseln halt von jeder Marktphase. Also die Narrative aus dem Bullenmarkt 2017 sind nicht die Narrative aus dem Bullenmarkt 2021 und die Narrative aus dem Bullenmarkt 2021 sind nicht die Narrative, die wir gerade haben. Also lass dir davon niemandem einreden, dass du Coins einfach halten sollst. Am Ende geht es einfach darum, dass du auch Gewinne realisierst. Und was du da brauchst, ist eine ganz klare Exit-Strategie. Du musst einfach wissen, wann du Gewinne mitnimmst. Das ist einer der Punkte, die wir immer bei unseren Kunden immer und immer wieder predigen. Einer der simpelsten Dinge, aber für viele dennoch extrem schwierig. So, da gibt es die verschiedensten Strategien, die man fahren kann. Auch das ist mal wieder keine Magie. Das kann man relativ einfach gestalten, wenn man so ein paar Grundregeln für sich definiert und sich natürlich auch an diese Regeln hält. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Also heißt für dich, vergiss mal diesen ganzen Hodel-Bullshit. So, es bringt dich überhaupt nicht weiter. Lass dich dann nicht von irgendwelchen Influencern manipulieren und nimm einfach mal Gewinne mit. Ja? Das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Kurzes Resümee an dieser Stelle. Hodeln ist im Prinzip, das ist keine Strategie. Ja, mach dir das einfach nochmal bewusst und mach dir vor allem auch bewusst, dass diese aktuelle Marktphase, in der wir jetzt sind, das ist eine sehr, sehr krasse Marktphase. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du da jetzt gerade teilnehmen kannst, weil das ist eine Marktphase, dieses bullische Momentum, das kommt alle 3-4 Jahre mal in der Form. Und da kommt es jetzt auch einfach darauf an, die richtigen Dinge zu machen und eben nicht auf solche komischen Strategien reinzufallen. Weil das, was du jetzt machst, diese Phase, die kann einfach so einen krassen finanziellen Impact bei dir haben, wenn du das Ganze mal strategisch angehst. Ne? Andererseits ist es aber halt auch die Marktphase, wo die allermeisten schlichtweg verkacken. So, die kriegen es nicht hin, weil sie keine Strategie haben. Na, und dann geht es auch einfach für dich am Ende des Tages darum, auf der Gewinnerseite zu stehen. Und manchmal ist es dann auch vollkommen okay, wenn die Gewinne nicht ganz so groß ausfallen. Das ist immer noch besser, als am Ende dazustehen, mal diese Buchgewinne gehabt zu haben, mal gesehen zu haben, hey, mein Portfolio, das war mal auf 100.000. So, und jetzt ist davon nichts mehr übrig. So, dann macht es mehr Sinn, dass du anstatt diese 100.000, dass du anstatt 100.000 vielleicht nur 50.000 Euro Gewinn mitgenommen hast, das aber realisiert hast. Ja, dass du das hast, dass du das nutzen kannst, dass du dir damit mal einen Urlaub finanzieren kannst auf den Malediven, dass du dir damit mal ein schickes Auto holen kannst, ja, dass du vielleicht auch mal Stunden im Job reduzieren kannst. Ne? Alle diese Dinge hängen ja davon ab, was du jetzt in dieser Marktphase gerade machst oder eben auch nicht machst. Ja, und das möchte ich dir einfach nur mitgeben. Deswegen mach dir dazu Gedanken, lass dich nicht manipulieren von irgendwelchen komischen Strategien, die am Ende nur Influencern, die am Ende nur Wahlen nutzen, dir aber maximal schaden. So, und wenn du Bock hast, das Ganze mal mit uns durchzuplanen und auch von unserer jahrelangen Erfahrung zu profitieren, dann geh einfach auf www.cryptory.de, buch den Termin und wir planen einfach mal deine Strategie gemeinsam.